Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Heute sind wir im Bereich Berufsfeuerwehr. Kam ja schon lange nicht mehr. Notruf 112, weil viel Emergency kam und so. Aber jetzt wird wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Notruf zu spielen. Und gehen jetzt erstmal auch auf den Stuhl. Achtung, Hilfeleistung, Einsatz 4, KEF 1. Okay, ja. Obertalstraße. KEF 1. Und mach mal Rutschstangen. Kleidung nehmen. Und einsteigen. Leitstelle Mülheim von 1KEF1 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Anruf von Meldet Baum auf Fußgängerweg. Wir werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Beim Piano stehen. Na gut, ist eh rot. Oh, Kreisverkehr. Ich glaube, der war gerade. Wir machen das auch mal ein bisschen nach Eohan an. So, wir sind da. So, Einsatz organisieren. Absitzen. Oh, ich bin aus dem ausgeschieden. Eingestiegen meine ich. Gut, Ordensbegehung. Hallo, ich hatte angerufen. Danke, dass Sie so schnell kamen. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Dort oben ist der Weg durch einen ziemlich großen Ast versperrt. Ich habe schon versucht, ihn mit der Hand aus dem Weg zu räumen, aber es ist doch eine Nummer zu groß für mich. Ich möchte ungern Ihr Zeit verdulden, aber ja, ich bin nicht der Meister des Lesens. Kettensäge. Leitstelle Mülheim von 1KEF1 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. Ast auf Fußgängerweg, keine weiteren Schäden zu erkennen. Räumungsmaßnahmen mittels Kettensäge werden eingeleitet. Kommen.
Das ist verstanden. Ende. So. Segen. Zack. Kann ich das ja mal ablesen, nehmen. Was soll ich machen? Auf den drauflegen. Da müssen wir dann halt nur noch wegfegen und dann sind wir auch, glaube ich, schon fertig. Wo soll ich denn den Ast genau hinlegen? Was? So. Fahrbahn reinigen. Das tut mir leid, Kollege. Hm. Ich tue schon mal die Kettensäge weg. Naja, wird gerade noch nicht angezeigt. So, jetzt zusammenpacken. Haben wir alles jetzt gemacht. Und aufgeräumt. Ja. Kettensäge. Buggy. Warte. So hier. Ah ja, Leute. Wir sind heute mit der Feuerwehr Bochum unterwegs. Also mit dem Skin. Sieht aber optisch gut aus. Ja. Aber wir rücken jetzt erstmal ab. Ich fahre. Leitstelle Mülheim von 1KIF1. Ja, das Ding auch wieder rein. Aha. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Bereich geräumt, rücken wieder ein, kommen. Verstanden, Ende. Ach komm. Ach so, wir müssen hier so lang. Ah, warte mal. Warum biegt der? Hab doch nicht mal ein Blaulicht an.
Ui, ui, ui. Fast über Rot. Da ist die Feuerwache. So, jetzt einparken. So, gut. So, absteigen. So, jetzt will ich mal auf LF. Oder HLF, so wie es in Bochum ist. Weil in Bochum haben die ja Scania. Scania HLF. Und auch LF Cut. Also, aber Scania und auch mit LF, oder LF Cut auf Scania. Achtung, Hilfeleistung VU1. Einsatz für LF24, RTW1. ELW 1, A40. So, ich bin Angriffstrupp. Das hier finde ich aber auch gut gemacht mit dem Schrank. Leitstelle Mülheim von 1ELW1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Unklare Schadensmeldung. POL vor Ort. Wir werden eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Ich finde es schade, dass man den Trainer nicht so richtig das Horn hört, also beziehungsweise nicht lauter. Von außen hört man das Horn gut, aber naja.
Stau. Oha, sogar mit der LKW. Leitstelle Mülheim von 1EEW1. Kommen. Oha. Da ist gekracht. Hier Leitstelle Mülheim. Erste Lagemeldung. Verkehrsunfall. Lass mal abschätzen. Gesichert. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay. RTW müsste schon vor Ort sein. Ja, dann hier abschätzen. Der ELW. Abschätzen und Ortsbegehung. So, dann Verkehrsunfall. Brand sicherstellen. Pulverlöscher, der kommt hier hin. Schnellangriff kommt hier hin. So vorne hin. Okay, dann Fahrzeug sichern. Leitstelle Mülheim von 1EEW1. Hier mal. Jetzt mal kurz tauschen, weil ich auch mal ein bisschen was tun. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. Fahrzeuge werden gesichert. Ausgelaufene Betriebsstoffe werden abgebunden. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Betriebsmittel. Wir müssen mal auch mal abbinden. Ach, hier ist die Batterie drinne vom LKW. Ah. Ich dachte, die Batterie ist hier so drinne. Vorher bei der Motorhaube. Gerätablage, gucken wir mal hier, neben den, der mit dem Pulverlöscher. Da passt das schon. Das tun wir mal hier hin. Gut. Tun wir erstmal ein paar Sachen auf. Die Ablage, wie das Schere-Spreizer-Gerät, das hydraulische Gerät, wie es auch hier unten bei der Vorbereitungsliste steht. Gut, dann die Patientendecke. Technische Hilfeleistung, Betriebsstoffe abbinden.
Moment, ich will erstmal. Zack. Jetzt. Base Name. Muss noch irgendwas gemacht werden? Nee, wir können zusammenpacken eigentlich. Alle, die wir sind, zusammenpacken. Das Halligan-Tool. Ich habe das Ding immer Heiligen-Tool genannt. Heiligen-Tool, Heiligen-Tool. Ach, komm. Gut. Perfekt. Gut, alle, die was sind, abdrücken. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. PKW gesichert. Betriebsstoffe abgebunden. Einsatzstelle übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Ich muss noch mal ganz kurz aussteigen. Verstanden. Ende. Jetzt. Warum hat er Handlingeranlage an? Man kann die 120 fahren eigentlich. Eigentlich. Oh Mist, ich bin außerdem jetzt über Rot gefahren, ja, das ist wieder typisch ich.
Ah, da ist doch der ELB. Ich dachte, wir haben ihn zurückgelassen und er ist nicht richtig hinterher gekommen. Ich überlege, ob wir hinten rumfahren. Ja, komm, wir fahren hinten rum, dann müssen wir nicht uns mit Rückwärtsparken quälen. Gut. Komisch, glaube ich, funktioniert noch. Hab gedacht, ich glaube, es geht nicht, wenn der Motor an ist oder aus ist. So, wir sind alle wieder drinnen. Das ist schick, toll. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Schreibt einen Daumen hoch oder gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Video. Peace. I'm not just ready to let go. Get inside if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and low, yeah, I'm sad.